Hallo und willkommen zurück zu Goldrausch in Alaska, beziehungsweise Goldrush The Game. So, wir haben jetzt wieder alles soweit hergestellt. Ich habe hier großes Chaos verbreitet, gerade eben noch. Ich zeige euch sofort, was ich gemacht habe. Ich muss eben das hier anschließen. Na, du solltest das benutzen und nicht runterschmeißen. So, auch angeschlossen. Also ich habe jetzt soweit alles hergestellt, wo wir waren. Wir haben jetzt noch 6000, hier ist das Fass. Ich hatte, wie ihr schon kennt, den Bagger vollgetankt. Den habe ich gerade vollgetankt. Ich habe die ganzen Kanister gerade voll gemacht. Ich habe jetzt hier, ich habe alle Kanister voll gemacht, auch hier voll gemacht, da hinten die Pumpen voll gemacht. Wir haben jetzt noch einen Generator über. Und dieser Generator kann jetzt nochmal eine Baulampe, die da hinten rumsteht, anschließen. Vielleicht hier für den Tisch oder so. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren schreiben, was wir mit dieser Lampe machen sollen. Nichtsdestotrotz setze ich die jetzt einfach mal hier hin, so in der Hoffnung, beziehungsweise wir könnten hier unseren Bauplatz bestrahlen, wenn wir hier Gold abwaschen sind. Nehmen wir das Kabel hier noch. Und ansonsten könnt ihr entscheiden, was mit dieser Baulampe passieren soll. Ja, wenn ich die jetzt nicht wieder umschmeißen würde. Also manchmal ist die Physik wirklich komisch. So, also wir hätten jetzt hier auch Licht. Hier wäre auch wieder angeschlossen. Das wäre eigentlich alles kein Problem. Wir können jetzt nochmal uns anschauen, was wir hier bis jetzt gebaggert haben. Im Übrigen läuft man jetzt nur noch und kann nur noch gehen, so. Mit dieser Taste. Also hier haben wir jetzt die ganze Zeit schon rumgebaggert. Ihr seht es. Ne? Und versetzen wir jetzt wieder die Maschine und baggern wieder woanders? Oder wie soll das hier jetzt weitergehen? Ich würde gerne hier irgendwie ein großes Loch machen, dass ich hier irgendwie reinfahren kann mit dem Bagger. Ich habe aber auch Angst, dass ich mit dem Bagger umkippe. Das ist die Frage, was man jetzt hier letztendlich tun sollte. Aber ich weiß nicht, ob man dazu die Raupe braucht. Wir haben jetzt 6000. Ich muss jetzt offline arbeiten, bis ich ungefähr 60.000 zusammen habe. Beziehungsweise wir machen es so. Ich werde jetzt natürlich baggern, 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 baggern und baggern. Und immer wenn diese Eimer voll sind, werde ich euch dazu holen, damit ihr seht, wie viel Ausbeute ich bekomme. Ja, aber das ist jetzt nicht so spektakulär, weil wie gesagt, wir wollen ja irgendwann mal hier hinten, ich laufe mal hier hin, diese Anlage hier in Betrieb nehmen. Das heißt ja, das ist die große T3 oder T4 sogar. Keine Ahnung, wie die funktioniert. Müssen wir erstmal schauen, aber für uns ist es maßgeblich erstmal die T3-Anlage. Und wie gesagt, jetzt passiert eigentlich nichts mehr momentan, außer dass ich bagger, bagger, bagger und bagger. Ich würde gerne irgendwann mal in das Loch reinfahren und wenn das soweit ist und das so spektakulär wird, dann hole ich euch wieder dazu. Aber bisher glaube ich nicht, dass ich jetzt in das Loch so fahren kann. Deswegen muss ich schauen, dass ich jetzt irgendwie die Eimer voll kriege. Vielleicht muss ich die Anlage dann doch nochmal versetzen, aber dann würde ich euch auch wieder dazu holen. Das kann ich euch bis jetzt noch nicht sagen. Aber ich wüsste auch nicht, wo wir uns hinstellen können. Hier könnten wir die Anlage nochmal hinstellen. Aber hier wurde ja auch schon wieder gebaggert von uns. Ne? Wir können sowieso mal gucken, wie groß das Feld ist, wo wir überhaupt baggern können. Also wir können ja hier auf das ganze Gelände hier baggern, ne? Also hier wird mit Sicherheit noch richtig an Gold Sachen drin sein. Aber ja, das ist immer die Frage, wo stellt man sich hin und wie stellt man sich hin. Und Wasser ist hier eigentlich auch immer eine ganz, ganz große Sache. Ich laufe mal hier übers Feld drüber. Ihr seht hier, wo wir überall baggern können. Dieser ganze Claim gehört uns halt. Beziehungsweise wir haben den gemietet, ne? Wir haben den gemietet und was ist das hier? Ist das hier eine Wasseranlage oder was soll das hier sein? Kurios, kurios. Mal hier hochlaufen. Kann ich hier hochlaufen? Ne, hier ist auch wieder Ende von der Map.
Die unsichtbaren Wände finde ich uncool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also wie soll man denn hier Wasser hinbekommen? Aber ihr seht schon hier, was wir hier alles noch zu baggern haben. Und oh Gott, das gibt ein langer, langer Part. Wir müssen halt schauen, dass das so hinbekommt. Ja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, schaue ich mal, dass ich jetzt hier irgendwie reinkomme. Also ich möchte gerne hier... Meine Stimme wieder. Ich würde gerne hier irgendwie reinfahren können, dass ich dann von unten bagger und dass die Waschstraße auch unten steht. Das wäre natürlich optimal, weil da brauche ich nicht immer von oben nach unten baggern, dann kann ich nämlich mit dem Arm hochfahren und die Wände abgreifen. Das heißt also mit der Schaufel einfach an der Seite vorbeikratzen. Das wäre einfacher, als wie jetzt so tiefe Löcher zu buddeln. Im Grunde genommen, tiefe Löcher buddeln macht ja auch nichts, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich jetzt mein Pulver herholen soll für die nächste Ladung. Das heißt, ich müsste vielleicht wieder hier rüberfahren, hier und dann von hier buddeln und da reinpacken. Das finde ich nicht optimal und deswegen gibt es wahrscheinlich die Raupe. Die Raupe kann Wege nach unten ziehen, dass man dann in die Löcher reinfahren kann hier und dann buddeln kann. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt weiter die Maschinen anschmeißen und schauen, dass wir hier Kohle zusammenbekommen. Mindestens 60.000 für unsere T3-Anlage. Wenn jetzt irgendwas Spektakuläres passiert, dann melde ich mich bei euch wieder bzw. schalte ein. Bis dahin vielen Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir hier wieder Geld rausholen. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.